Was kannst du mir heute anbieten? Hallo und herzlich willkommen hier auf MidiBunny Channel. Wir kümmern uns heute um Assassin's Creed Mirage und um Valhalla. Speziell die ganzen Updates von Januar bis einschließlich April, den 22. Rückblickend gab es das Titelupdate 1.07 für Assassin's Creed Mirage, das ist am 19. Februar erschien und hatte nicht nur Bugfixes und Updates und ja Spielefixes, sondern auch ein paar Spielefunktionen, die da dem Spiel hinzugefügt worden sind. Das ist der Permanent Death Modus über den New Game Plus für Assassin's Creed Mirage erschienen. Das Spiel nennt das Full Synchronization Challenge und ja, also für die volle Synchronisation gibt es auch ein paar Belohnungen. Hier sind sie alle aufgeführt für Easy Mode, Normal und für den ja, Meisterattentäter oder so gibt es auch noch mehr. Außerdem können wir jetzt transmoggen, das bedeutet, man kann die Eigenschaften von einem Item zum anderen herüber kopieren. Außerdem wurde dem Spiel ein New Easter Egg zugefügt. Man soll in den Straßen von Bagdad irgendwelche Meister-Assassinen-Katzen finden können. Außerdem haben wir dann halt die üblichen Bugfixes, General, New Game Plus, Graphics, UI and Animations. Ich persönlich habe dieses Update übersprungen und bin gleich mit Update 1.08 eingestiegen. Irgendwie spiele ich immer nur noch die ganze Zeit Starfield, weil es mich so gepackt hat. Das Spiel ist einfach mega klasse. Aber diesen Permanent Death Modus, das hört sich ziemlich gut an, ziemlich spaßig an, wie dieses Roguelike Update in Assassin's Creed Valhalla, was auch ziemlich später noch gekommen ist. Das war auf jeden Fall ziemlich spaßig und jetzt kommen wir zum Update 1.08. Das war ein bisschen kleiner und hat auch eigentlich eher so ein paar Fixes gehabt. Hier sehen wir das 4,55 GB schwer auf der Xbox Series X. Vielleicht war es auch ganz gut, wenn ich das noch nicht gespielt habe, das 1.07er Update. Denn wie wir jetzt hier bei 1.08 sehen, gibt es auch da wieder einige Bugs und ja, musste auch erstmal wieder gefixt werden. Ja, der Counter für die Full Synchronization Challenge hat nicht ganz funktioniert bei manchen Leuten. Total Number of Kills wurde nicht richtig gezählt und Konflikte wurden auch nicht richtig aufgelistet und ja, einige andere. Und dann kommen wir hier zum Titel-Update 1.08 und ich zeige das so mit den Neuerungen aus 1.07, weil ich dazu kein Video gemacht habe. Und wenn man sein Spiel betritt hier in Assassin's Creed Mirage, bekommt man auch gleich einen Banner für Permanent Death Mode. Und wenn man sich dann zum ersten Mal reinbegibt ins Spiel, werden einem wie üblich immer erstmal alle möglichen Monturen und Ausrüstungen und Verkleidungen um die Ohren gehauen. Springt man zum ersten Mal ins Inventar, dann sieht man hier, dass alles vertauscht worden ist. Talisman und die Farben oder Dice wurden andersrum angebracht, weil wir jetzt transmoggen können. Dann kommen wir zum Easter Egg, zum Katzen-Easter Egg. Und es gab in der Assassin's Creed Unity-Zeit ein Video mit ganz vielen Katzen. Und jetzt gibt es die Katzen in Assassin's Creed Mirage auch im Spiel. Es gab zwar vorher auch schon Katzen. Hier ist ein Katzen-Hotspot. Das ist aber nicht der Hotspot mit den meisten Katzen. Den findest du in Anbar. Ja, und diese Katzen hier sind alle nicht gemein. Also das Easter Egg ist tatsächlich so eine mit der Robe. Also dieses mit dem Assassin's Creed-Symbol im Gesicht gezeichnet. Das ist nicht gemeint. Die meisten Leute sagen, es ist permanent im Spiel drin, aber es gibt keine geposteten Bilder im ganzen Internet, weder auf Reddit noch auf Twitter oder sonst wo, wo diese Katzen nach Ostern gepostet worden sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Katzenroben immer zu Osterzeit, aber permanent im Spiel reingepatcht worden sind, aber immer nur zu Osternzeit auftauchen. Auf jeden Fall habe ich nach dem 1. April ausprobiert, die Katze zu finden mit Reload-Tricks und Permanent Death Mode, den normalen Game Plus Mode und den ganz, ganz normalen Modus. Nirgendwo gibt es diese Katzen und ich habe sie alle
probiert mit Safe-Stand reloaden 100 Mal und niemals ist die Katze gekommen nach dem 1. April. Dann schauen wir uns die Belohnung. Das ist die Belohnung für den Permanent-Death-Modus. Die Montur, die war ja vorher schon geleakt worden. Und ganz viele Farben und ein Talisman. Also das ist alles in Schwarz. Damit können wir die Monturen oder Kostüme in Schwarz-Grau färben. Die Belohnung haben wir ja ganz am Anfang gesehen. Und das hier ist New Game Plus. Da steht alles dran. Dauerhafter Tod an oder aus. Wenn du den dauerhaften Tod anmachst, dann kannst du natürlich nicht speichern, aber du musst nicht in einem Rutsch spielen. Du kannst es auch verlassen und später wieder fortführen. Dann gab es am 18. April Eiferverkleidung, das ist ganz neu. Die ist gratis. Die habe ich mir jetzt hier bei YouConnect abgeholt. Und damit können wir natürlich Eiferverkleidung ausrüsten. So sieht sie aus. Ubisoft hat natürlich auch einen kleinen Trailer gemacht, den gucken wir uns auch gleich nochmal an. Aber so sieht es im Spiel aus. 18.04. Ivor-Verkleidung ist drinne. Kannst du die jetzt abholen, ist gratis. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal mit der Katzen-Assassin's Creed-Symbolik im Gesicht gezeichnet an. Ja, und das ist der Trailer, den Ubisoft im Internet verbreitet mit Ivor, Ivor-Verkleidung. Zum Thema Ivor-Verkleidung ist jetzt neu. Hier ist der Trailer, kannst du dir anschauen. Holst dir auch in Mirage. Sieht wieder im Trailer besser aus als im richtigen Spiel. Das haben wir ja eben gesehen. Ist auch im Millisekundenbereich geschnitten. Und ja, niemand mag Videos, Trailer, Teaser im Millisekundenbereich geschnitten, weil es die Leute einfach braindead macht. Ihr könnt das ja vergleichen. Hier ist Gameplay und der Trailer. Dann schauen wir uns jetzt mal ein paar News an. Aber nur ein paar. Und ich will keine Mücke zum Elefanten machen. Aber Ubisoft behauptet, dass Assassin's Creed Mirage das erfolgreichste New Gen Spiel ist. Bezogen auf Verkaufszahlen. Bekanntlich sind Spielerzahlen wichtiger als Verkaufszahlen. Und deswegen können wir hier mal sehen, was Assassin's Creed Mirage an Revenue generiert hat. Verglichen mit anderen Spielen. Und dann kommen wir zu Termine und da wurde Ubisoft Forward für den 10. Juni angekündigt. Und dann gibt es bestimmt was Neues zum Codename Red, das neue Assassin's Creed Spiel in Japan. Plume Network hat hier jetzt einiges zusammengetragen, unter anderem, dass dieses Spiel weiterhin auf Anvil Engine entwickelt wird, aber auf einer erweiterten namens Anvil Pipeline. Dann soll Mitte Mai 2024 ein Soundtrack als Vinyl kommen für Assassin's Creed Mirage. Ich habe mir den vorbestellt. Ja, und dann kommen wir zu Reda in Assassin's Creed Valhalla. Da gab es auch wieder einige Updates. Wie üblich hier auf Minimani Channel. Du bekommst das Update von 01.01.2024 bis zum 20.04.2024. Wir fangen aber mit den Lootboxen an und da gab es auch einiges Schönes für mich, jetzt für meinen zweiten Account. Ich habe einen gefiederten Begleiter bekommen und zwar Filgar. Gar nicht mal so lange her, am 18.04. habe ich den bekommen. Wir sind also wochenaktuell und das ist jetzt diese Woche für mich gedroppt. Ist im Werwolf-Paket drin und das ist es tatsächlich. Dann ist am 23.01.2024 fortschrittliche Mechanik-Kapuze gedroppt. Und die sieht so aus. Aus dem fortschrittliche Mechanik aus Kohlenstofflegierungssatz. Oh Gott. Da werfen wir dann auch gleich nochmal einen Blick drauf, damit du dich vielleicht erinnerst, was das Ganze für ein Teil war. Also fortschrittliche mechanische Kapuze, so sieht sie also aus. Dann machen wir weiter mit Chark, den Begleiter. Der ist aus dem Herr der Elemente Paket. Das ist er tatsächlich auch. Wir springen da mal kurz rein und suchen den. Ja, da ist Chark.
rüsten den aus und checken den mal bei Lüfte aus. Schon durch? So, wir werden den mal abchecken. Okay. Der hat so einen genialen Glimmer so drumherum und umzu. Kann man mal machen, aber es ist ein bekanntes Skin in allen möglichen Farben. Chark ist am 30.01. für mich gedroppt. Dann am 5.03. gab es für mich die Skadi-Szene, die ist im Swan Alpha Waffenpaket drinne. Schönes Teil, gefällt mir sehr gut. Passt sehr gut zum Spiel. Und da haben wir die Werte. Und so sieht es als Gameplay-Bild aus. Wenn man das nicht unsichtbar schaltet. Und am 5.03. ist für mich auch noch Twist Pjot gedroppt. Das ist im Frostschlangen-Waffenpaket drin. Ja, so sieht es aus und die Grafik und ob es da Eigenschaften zu gibt. Schauen wir hier. Und als Spezialeigenschaft hat der Speer eben, dass man Gegner einfrieren kann. Stapelbar 5-mal und Abklingzeit 10 Sekunden. Schönes Teil und einfrieren ist immer gut als Spezialattacke. Und so sieht der Speer aus. Also wir schauen kein Gameplay an, weil einfrieren, das kann sich jeder gut vorstellen. Das gibt es in fast jedem Spiel. Aber so sieht der Speer eben als Gameplay aus. Dann ist mir Heels Helm der Verdammnis gedroppt. Ja, eigentlich Gegenstände oder ein Paket, was von Anfang an in dem Spiel war und gar nicht mal so aktualisiert worden ist. Also ein Klassiker. Und dann ist am 14.03. für mich der Klageschrei-Hammer gedroppt. Und das ist aus dem Draugr-Waffenpaket oder Draugr-Paket. Ja, man kann sich das denken, der vergiftet als Spezialeigenschaft. Dauer 5 Sekunden, Abklingzeit 10 Sekunden. Vergiftung bekommst du darüber. Und dann kommen wir zum 22.03. Da habe ich Jörmungand Armschienen bekommen. Ist immer willkommen, so die Armschienen über die Lootboxen zu bekommen, weil ich habe immer keine Lust, irgendwie 130, 120 Opale für eine Armschiene irgendwie auszugeben. Ja, und dann gibt es den Blitzschlag. Der ist aus dem tobenden Sturmwaffenpaket. Und man kann es denken mit dem Blitzschlag. Ja, Spezialeigenschaft Blitze. Und ja, dann kommen wir zu dem Rüdevolk-Schild. Den gab es für mich am 10.04. ganz frisch. Huldevolk-Schild aus dem Huldevolk-Waffenpaket. Den Huldevolk-Paket, den normalen. Und so sieht das Teil aus. Als Eigenschaften hat der nur ein paar Werte. Leichte Schaden wird durch Blocks vorübergehend erhöht. Dauer 5 Sekunden, Bonus 10 auf leichter Schaden. Ja, und dann hat Ubisoft, wie man hier am Shop, auch Essential Collection Sachen zusammengeschnürt. Da kannst du dann Pakete kaufen, wo nur Vögel drin sind, wo nur Reittiere drin sind, wo nur Charakterpakete drin sind. Das ist ziemlich praktisch und das gefällt mir. Also wer jetzt zum Beispiel nur Reittiere haben will, der kann das machen. Der muss nicht noch den Schiffssatz mitbezahlen. Dann kommen wir zu der Liste Räder aller Items vom 01.01.2024 bis 20.04.2024. Die totale alphabetische Übersicht, ja, man sieht es viel Drachenritter düstere, gibt es ganz viele Sachen, also auch ganz viele Tattoos und Torso und ein Herr, ja, war auch wieder gut dabei. Fenrirs Biss, leichter Schild gab es wieder, dann ein bisschen
heiliger Ritter. Isu-Ritter gab es wieder so ein bisschen was. Kalamagnus wieder mehr. Mondausrüstung ist immer noch nicht zu Ende. Gibt es immer noch ganz viel. Mystischer. Verschiedene Sachen. Und ja, Nachtschurke. Niflheim, bisschen was. Quell des Lebens. Ja, Ritter der Tafelrunde wieder gut vertreten. Schwarzer Ritter dann ja eigentlich immer sowieso. Sonnenaufgaben als Begleiter. Steindrache, Sünderschädel, Teufelskralle, Sichel und Vergessenheit, das Großschwert. Juwan, Löwen, Reittier, Begleiter, auch ein Highlight. Und dann sortiere ich euch nochmal die ganzen Sachen für April raus. Also das ist ziemlich frisch und aktuell. Das hier alles ist in den letzten beiden Wochen herausgekommen. Und ja, die gelb markierten, da bin ich ein bisschen ins Schleudern gekommen, aber habe das nochmal gefixt. Ich habe am 11.04. die Niflheim-Tanne bekommen, wenn man Reda glauben schenken möchte. Denn wenn man die ausrüsten möchte, dann kommt, bekommt die einen neuen Namen. Die heißt dann plötzlich Jötunheim-Penny. Also such nicht Niflheim-Tanne forever in deinem Inventar. Sie heißt Jötunheim-Penny. Gab es am 11.04. bei Reda. Und dann kommen wir zu meinem Lieblingsausrüstungssatz. Heiliger Ritter, Paket gefallen. Und es gab hier den Helm des Heiligen Ritters gefallen. Robust und auch leichtgängig. Genau richtig für deinen Berufszweig. Bei Reda am 14.04. ganz frisch und neu im April. Und so sieht die ganze Ausrüstung von oben bis zum Bauch aus. Dann haben wir den mystischen Huldu-Rollbaum. Das dürfte die Aussicht aus meinem Laden verbessern. Am 5.04. gehabt. Am 5.04. gab es den bei Reda, den mystischen Huldu-Rollbaum. Ja, und da tut sich nicht viel. Es sieht ein bisschen herbstlich aus und es sind einfach die Huldu-Rollbanner oder so Fahnen angehängt worden und ja. Kann man machen, sieht ganz nett aus. Dezent mit Flaggen, gefällt mir, kann man machen. Und dann kommen wir zum Mondlicht-Waffenpaket. Und zwar ist am 12.02. Fahles Zwielicht erschienen und das kommt aus dem Mondlichtpaket, wie wir gesehen haben. Und ja, alles, was wir verkaufen, ist kampferprobt und hat das Reda-Gütesiegel. Ist eine Sense, die mir auch ganz gut gefällt und einen schönen Tag noch. Was die besonders hat, sehen wir gleich. Also so sieht die aus. Und so ist der Kampf-Gameplay. Und als Spezialeigenschaft hat sie Einschläfern. Und das sehen wir jetzt hier. Da über den Gegner ist dieses Einschläfern-Symbol. Und ja, mag ich gerne. Also hat ein bisschen zu viel Lila, aber ansonsten ist die schon cool. Optischer Natur kann ich nicht viel sehen, außer so ein bisschen ein paar lila Wölkchen so. Aber ja, schockt. Das ISO-Paket ist im Juni 2021 erschienen und daraus schauen wir uns den Raben an. Also der heißt Piatre oder so ähnlich und der einen kampfbereiten Gefährten kann man immer gebrauchen. Gab es am 10.02. bei Reda und so sieht er aus. Das war's also für heute? Dann steigen wir mit dem ISO-Paket Raben in die Lüfte und ja, wir erwarten was Weißes und so ist es auch. Erwarten etwas Weißes und hier haben wir den Raben aus dem ISO-Paket veröffentlicht am 21. Juni 2021. Robust und doch leichtgängig. Genau richtig für deinen Berufszweig. Und dann schauen wir uns jetzt Nachtschurken-Rüstung an, so ein paar Sachen. Alles, was wir verkaufen, ist kampferprobt und hat das Reda-Gütesiegel. Die ich nicht besonders vorstellen möchte. Also Nachtschurke,
blutopferarm schien... Robust und doch leichtgängig. Genau richtig für deinen Berufszweig. Nachtschurkenrüstung, blutopferarm schien, also solche Rüstungsteile... Robust und doch leichtgängig. Genau richtig für deinen Berufszweig. Wer jetzt diese Rüstung komplett machen wollte, dem habe ich das jetzt nochmal kurz gezeigt. Und dann kommen wir zu Rack Rabbit und Eivor Wackelkopf. Ja, und meine Vermutung ist mit den Mirage-Katzen, dass die auch als Easter Egg immer zu Ostern dann erscheinen, genauso wie der Rack Rabbit und der Eivor Wackelkopf. Das würde erklären, warum das Internet keine einzelnen Bilder mehr von den Katzenroben für Assassin's Creed Mirage im Internet gepostet worden sind. Es gibt keinen Zeitstempel nach dem 1. April. Und beim Rack Rabbit ist es so, dass immer zeitweise dieses Kostüm oder diese Verkleidung zu Ostern erscheint. Und ja, die kann man nur temporär ausrüsten. Ja, und dieses Jahr gab es das wieder zum ersten Mal im Jahr 2023. Und ja, jetzt haben wir das dieses Jahr wieder gehabt. Eivor Wackelkopf und Rack Rabbit. Die beiden können wir jetzt hier in Assassin's Creed Valhalla für eine Woche oder zwei Wochen benutzen. Und dann verschwindet das Item wieder oder beide. Die beiden finden wir über den Kopfplatz. Du kannst den Rack Rabbit und Eivor Wackelkopf über das Kopfteil anziehen. Rüstet man über Kopf aus. Ganz witzig, wie der Kopf immer hin und her wackelt. Das war es jetzt hier auf dem MidiBanding-Channel. Updates bis April 2024. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag auf YouTube. Bis dann. Tschüss. Aber das ist sogar sehr gut. Auf das es dir da draußen dienlich ist. Die Skalden werden noch lange Lieder hiervon singen. Komm etwas später wieder. Ich denke, ich bleibe doch noch etwas hier. Ich warte auf deine Rückkehr, Eivor.